Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Und das gilt auch für diesen Haushalt. Und dann fangen wir mal gerne direkt mit dem an, was Herr Rehbaum auch schon genannt hat, das Förderprogramm Progress NRW. Und da schreibt jetzt die Landesregierung in den neuen Förderbedingungen, ersetze Photovoltaik-Mieterstrommodelle in Wohngebäuden durch die Wörter Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Das ist die FDP, die alte FDP in neuen Kleidern, Tesla-Fahrer statt Mieterinnen und Mieter unterstützen. Und damit das klar ist, natürlich begrüßen wir, lassen Sie mich doch ausreden, bevor Sie sich aufregen. Natürlich begrüßen wir Initiativen für mehr Elektromobilität. Diese aber gegen andere Aspekte des Klimaschutzes und der Energiewende auszutauschen, hilft der Sache insgesamt nicht. Es hätte dieser Landesregierung wirklich gut zu Gesicht gestanden, wenn sie Lösungswege gesucht hätte, wie Mieterstrommodelle auch in NRW weiter zusätzlich zur Bundesförderung unterstützt werden können. Aber diese Landesregierung ist an der sozialverträglichen Energiewende nicht interessiert und stürzt sich lieber auf prestigeträchtige Projekte, die ihrer Stammwählerschaft zugutekommen. Und dieses Ausspielen von einer guten Sache gegen die andere versucht Schwarz-Gelb auch bei den erneuerbaren Energien. Und da wollen sie beispielsweise Hochtemperatur-Solarthermie oder Geothermie stärker fördern. Aber gleichzeitig hauen sie der Windenergie einen Knüppel nach dem anderen zwischen die Beine. Und weil die Energiewende mittlerweile von der breiten Bevölkerung gewünscht und unterstützt wird, stellt sich auch die FDP nicht mehr offen dagegen. Aber stattdessen versuchen sie lieber, einen Stein nach dem anderen in den Weg zu legen. Und das sind anscheinend die Steine von Herrn Rehbaum, die er eben den anderen Unternehmen aus dem Rucksack nehmen wollte. Herr Minister Pinkwart, Sie versuchen sich immer an Teflon-Statements, aber Ihre Teflon-Pfanne ist abgenutzt. An Ihren Kratzern bleibt umso mehr Dreck hängen. Niemand konnte in der Anhörung, wirklich niemand, in der vergangenen Woche sagen, wie die von Ihnen immer wieder propagierte Abstandsregelung von 1500 Metern zur Wohnbebauung rechtlich durchsetzbar sein soll. Und das ist kein, da gab es keinen sonst üblichen Streit zwischen Juristen. Und dann kommen Sie auch nicht mehr mit der Akzeptanz weiter, denn Sie wollen ideologiegetrieben die Windenergie einfach nur fesseln. Und weil dann ein Ausbau der Windenergie in Ihren Plänen einfach nicht vorkommt, die erneuerbaren Energien an anderen Stellen dann einfach vorgeschoben sind, muss natürlich in Ihrer Logik die Braunkohle einfach ungebremst abgebaut und die Kraftwerke immer weiter laufen. Und Ihnen ist dabei egal, was das für schlimme Folgen fürs Klima hat. Und wir wollen keinen Strukturbruch im Rheinischen Revier. Und deswegen sagen wir schon lange und nicht erst seit wenigen Monaten, dass wir einen Kohleausstieg brauchen, dass wir darüber reden müssen, dass wir den Strukturwandel gestalten müssen. Das sagen wir schon lange. Ihnen ist dagegen der Strukturbruch, der in der Windenergie droht, den nehmen Sie einfach grinsend hin und ist Ihnen vollkommen egal. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, als Fazit, nicht überall, wo Energiewende draufsteht, ist auch Energiewende drin. Auf diesem Haushalt steht zwar Energiewende drauf, aber eigentlich ist ein Weiter-so mit der Braunkohle drin. Statt die Chancen der Energiewende anzupacken, betreiben Sie Energiepolitik von vorgestern. Und da machen wir nicht mit.